Willkommen zurück, meine kleinen Knockis da draußen, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und auf der Suche nach ganz, ganz vielen Crocs und ihren Samen. Das klingt jetzt irgendwie falsch in der Kombination. Aber ja, wir sind auf der Suche nach Croc-Samen. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst auf YouTube. Auf Twitch kostet das Abo Geld. Das Einzige, was hier umsonst ist, ist das Folgen und das dabei sein. Weil meine Streams werden niemals so sein, dass man nur zugucken. Es gibt ja Sub-Only-Streams, mache ich nicht. Wird es nicht geben. Niemals. Und nur auf OnlyFans. Und aber das war. Und schon war die Familienfreundlichkeit hin von meinen Videos. Mama, was ist OnlyFans? Potato Pet im Internet hat darüber gesprochen. Liebe Kinder, schaut nicht nach. Wirklich, bitte, bitte nicht. Wirklich, das sind Abgründe unserer Gesellschaft. Nee, nee. Jetzt mache ich die Leute noch neugieriger damit, ne? Eieiei. Scheiß Octorok. Böser Octorok. Ich sehe nicht mehr, wo ich das hin tun muss. Shit. Hier, ne? Also, hat funktioniert. Boah, voll krass, du hast mein Gebäude repariert. Bis dann, tschüssi. Ja, ich habe dein Gebäude repariert, das ist richtig. Und wo ist das Geld? Was kriege ich? Ein Scheißhaufen. Ja, es ist halt nun mal literally, also Familienfreundlichkeit hin oder her, es ist halt wirklich ein kleiner Scheißhaufen. Also, man liest sich nur die Beschreibung mal durch. Ey, ich wollte doch Revalis Sturm benutzen. Ja! Danke, Spiel. Yay! Yay! Ich konnte Revali Sturm nutzen. Juhu! Schlecht im Schießen, Mann. Aber im Scheißen bist du gut. Bis dann. Tschüssi. Hier hast du meinen Scheißhaufen. Ja! Dann auf zum nächsten Croc-Samen. Ja, in der Brücke dauert das alles ein bisschen lange. Ich weiß, die anderen Croc-Samen waren alle viel schneller. Die hier sind echt immer... Das dauert ein bisschen, bis man die alle hat. Hat alles sehr unebenes Terrain und dann kann man kaum mit dem Motorrad oder sowas machen. Kaum was mit dem Motorrad machen. Oder mit Pferden oder sonst irgendwie was. Man muss halt viel zu Fuß laufen, viel klettern. Das kann ich machen, Ente. Angesichts dessen, dass ich die Steine da wieder runterhole. Oh, weißt du, wie viel Arbeit das war, die nach oben zu schleppen, Mann? Du Asozialer, du. Hau ab jetzt, Mann. Ich hätte es fast gesagt. So. Ja, und jemand muss sich dann ja da oben hingebracht haben, ne? Besonders gewesen sein, der Croc natürlich. Wer denn sonst? Boah, danke fürs Schließen meiner Toilette. Hat schon ganz schön gerochen, Mann. Bis dann. Tschüssi. So. Was die Entwickler von Zelda können, kann ich schon lange. Pipi-Kaka-Witze. Hier ist auch noch einer. Vielleicht hole ich den direkt. Wenn ich schon hier oben bin. Ich glaube, das kann ich nicht.
Das ist außerhalb meiner Fähigkeiten. Ich glaube, das ist wirklich außerhalb meiner Fähigkeiten. Ich kann es demnächst ja mal üben. Dann kann ich mal gucken, ob das klappt. Ich glaube, Revalis Sturm ist bereit. Die Krogstimme, die ich mache, kann man nicht sexy machen, weil die ist ja absichtlich so schrill und das kann man ja nicht sexy machen. Das geht ja nicht. Das schließt sich ja gegenseitig aus. So. Oh, was machst du denn hier? Bis dann, tschüssi. Sie geht nicht, das kann sie knicken. Da war ein Mistelzweig über uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt küssen. Links schlimmster Albtraum. Ich sag doch, das geht nicht. Stimmt, hier unten sind. Ist hier nicht noch ein Wächter? Ich weiß es nicht. Aber ist hier nicht auch eine Erinnerung? War das nicht hier? Nee, das war nicht hier. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Das war woanders. Nee, das war woanders. Müssen wir auch die Erinnerung müssen wir auch noch machen. Vielleicht sollte ich die auch nebenher noch mitnehmen dann. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir es dann erledigt haben. Aber ich meine schon, dass es hier irgendwo in der Nähe ist. Ich meine, an diesem Fluss ist eine... Da hinten ist die Erinnerung. Doch, das ist eine Erinnerung. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Da ist auch noch ein Krogsam auf dem Weg. Ist auch wunderbar. Warum hast du mein Essensvorrat verschlossen, Mann? Du kriegst einen Kackhaufen dafür. Tschüss. So. Ich meine zumindest, dass das hier vorne definitiv ein Ort der Erinnerung ist. Eine Erinnerung. Link, erinnere dich. Ich wette es. Ich erinnere mich sehr an diesen Baum hier. Doch nicht hier. Doch. Und hier ist auch noch ein Krogsamen, offensichtlich. Aber wie macht man den? Warte mal hinten dran, ne? Kann das sein? Ah. Hallo, schön, dass du zu Besuch bist. Hab leider keinen Tee und keinen Kaffee und auch keine Kekse. Aber hab das hier. Tschüss. Jetzt, Link, erinnere dich. Jetzt muss man ja wieder ernster werden, weil das ist ja... Das sind ja traurige Erinnerungen teilweise. Schauen wir mal. Link, erinnere dich. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber... Was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Tja, die arme Zelda. Die großen Erwartungen an sie und ihr Scheitern vor 100 Jahren.
durch das die Recken gestorben sind. Alle Recken, außer einer, ist gestorben. Link. Link lebt noch. Tja. Tja, tja. Ein wenig traurig. Ein wenig traurig. So, das ist der richtige Weg. Und weiter Krog sammeln. Ich weiß, ein bisschen antiklimaktisch jetzt, dass wir wieder hier auf der Suche nach Krog sind, indem wir jetzt so traurige Nachrichten empfangen haben. Tja. Oh nee, das ist schon wieder so ein... Oh, oh, oh. Ich wette, das Metallstück ist irgendwo unten oder so und ich muss den Weg nach oben oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal sehen. Können wir das Wasser hier nutzen? Ja, können wir. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Weil hier ist Strömung. Wenn wir nicht auf das Ding landen, dann sind wir ganz schnell unten. War das gerade lucky? Das war knapp. Aber wo ist das Metallstück, was hier fehlt? Ne, das sind Kisten da unten. Glück gehabt. Ah. Oh mein Gott. Ihr seht es auch, ne? Da hinten ist es. Oh mein Gott! Den ganzen Weg nach da oben. Kann man das von hier machen? Ne, so hoch kommt man nicht, leider. Eieieiei. Okay, das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Da-di-da. Erstmal hier ab. Ich glaube, ich muss es jetzt schon holen, weil sonst sind wir zu weit weg. Muss ich aufpassen, nicht mehr als drei Dinger machen, weil sonst ist der Block im Wasser. Das wäre nicht so gut. So. Ui. Mann, ganz schön nass hier, Mann. Ich will umziehen. Bis dann, tschüssi. Ja, willkommen zurück, Lady. Jetzt habe ich hier nur noch zwei zu machen. Ach, ist das schön. Das Problem ist, der eine ist halt mitten im Wasser. Offensichtlich. Oder ich habe den falsch markiert. So weit komme? Jetzt mal schwimmen? Gute Frage. Ah, ich sehe, wo wir hin müssen. So. Nicht Revali-Sturm verschwenden. Mann, das war voll lahm. Bis dann. Tschüssi.
war es halt wirklich. Es war nicht sonderlich elegant, aber es hat funktioniert. Und das ist die Hauptsache am Ende. Da müssen die Markierung noch löschen. Wie viel haben wir denn jetzt an Krogsamen geholt? Schon 38 Stück haben wir geholt, seitdem wir angefangen haben. Wir sind jetzt im dritten Part von Krogsamen, ne? Also es geht. Also man holt schon in vier Parts 60, 70 Stück. Also 40 Parts, um alle Krogsamen zu holen. Ja, das wäre ein richtiger Spaß. Und 40 Parts sind 20 Stunden, ne? Ja. Ah ja, so ist es halt. Ich habe gesagt, ich mache 100%, ich mache jedes Zelda-Spiel 100%, dann werde ich auch dieses Spiel hier 100% machen. Und nichts wird mich davon abhalten. Brumm, 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 brumm. Wir haben das Motorrad, wir müssen es öfter nutzen. Das Herbeirufen kostet aber keinen Sprit, ne? Das heißt, ich kann das unendlich oft herbeirufen und einfach nur eine kurze Strecke damit fahren. Ach so. Boah, so warm hier jetzt. Danke, Mann. Bis dann, tschüssi. So. Okay, dann haben wir hier am Hüliersee, an der Hülerbrücke erstmal alles geschafft, was schon mal schön ist. Alles, was wir markiert haben, ist hier schon mal weg. Dann geht es weiter hier runter. Das Problem an diesem dichten Wald wird halt sein, mit dem Motorrad kannst du da, glaube ich, nicht gut fahren, ne? Ach, da kannst du auch mit dem Pferd nicht gut reiten, also. Was ich mir wünschte, ist, dass das Motorrad vorne eine Rammer hätte, dann könnte ich einfach die Bäume umfahren oder so. Das wäre super. Ich probiere das jetzt mal aus, was geschrieben wurde, dass man das Motorrad mit Äpfeln füttern kann. Und wie viel das an Sprit gibt. Tatsächlich. Oh, gibt ja eigentlich genauso viel wie das andere Zeug. Kann man das auch damit... Man kann das mit allem befüllen, mit allem essen. Kann man das auch mit Monsterzutaten füllen? Man kann das einfach mit allem befüllen. Was ist das denn? Ich dachte, man muss dafür Dingens... antike Materialien ausgeben, aber Pustekuchen. Man kann das einfach mit allem füllen. Das ist ein Müllschlucker. Gut, hier haben wir jetzt gerade den Vorteil, hier haben wir ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele, Krogsamen auf einen Fleck. Komm schon. Ich hab hier noch jemanden gehört. Weg damit. So, wir haben hier ganz, ganz viele Krogsamen auf einem Fleck. Ich bin also gespannt, wie schnell wir die finden werden. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viele Gegner hier jetzt auftauchen. Oh, nicht schon wieder Jäger, das ist ja unfassbar. Mann, voll viele Gegner hier. Schlau und schnell ab, Mann. Tschüssi. Weißt du, immer da, wo viele Krogsamen sind, sind erstmal ganz viele Jäger. Richtig nervig. Das wüssten die, was ich gerade vorhabe. Als würde das Spiel mich abhorchen. Kann man nicht einfach von hier springen? Klar geht das.
Mann, das war aber ein kleiner Sprung. Bis dann, tschüssi. Du gucken, ich glaube, den habe ich jetzt geholt und den habe ich jetzt hier oben auch geholt, ne? Ich glaube schon. Ich kann noch mal ganz kurz gucken, ich sehe das ja hier, genau. Wunderbar. Es ist wichtig, dass wir das abhaken. Sonst laufe ich nachher zu einem Ort hin, wo wir schon einen geholt haben, das wäre nicht so gut. Ich muss mich gerade am Rücken kratzen, aber ich kann nicht. Ich habe gerade einen Stuhl versucht zu kratzen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Dann kratz dich mal ordentlich jetzt. Ah, oh, ja, genau, kratz schön. Bis dann, tschüssi. Ah, ich hab mich schön gekratzt, du. Kennt ihr das, wenn der Rücken irgendwie, wenn es irgendwo richtig übel juckt, so am Rücken oder so, und ihr da endlich hingehen könnt mit der Hand und dann. Ah, oder wenn, auch wenn ihr so eine schwere Stelle am Rücken habt und ihr trifft die Stelle dann irgendwann direkt. Ne, also. Ihr versucht die ganze Zeit, diese Stelle zu erwischen und irgendwann dehnt euer Arm genug und ihr kratzt an dieser Stelle so herrlich. Ah, es ist so schön, wenn das passiert. La, 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 la. Da habe ich die schon so cool abgeschossen und dann falle ich da einfach runter. Aber die haben schon gesprochen mit Kashiba. Hier ist er. Es gibt ja keinen Schrein mehr, also. Ich weiß also nicht, was er mir so großartig erzählen könnte. Der kleine Kopf läuft wie ein kleiner Weltmeister in meinem Kreis. Ja, Mann, ich bin voll der Weltmeister. Bis dann, tschüssi. So. Warum ist der hier? Du bist doch gar kein Schrein. Und wo ist der? Stell dir vor, es wird leiser werden. Oh, das Knochenpferd. Das kann man, glaube ich, aber auch nicht registrieren, ne? So, hier ist doch bestimmt irgendwie, nee. Hier ist kein Stall in der Nähe. Das ist Kashiba. Tief im Wald, hä? Oh? Nanu, ein Reisender, so tief im Wald? Oh. Schön, dich wiederzusehen. Ist es dir wohl ergangen? Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest das Lied dieser Region hören? Ja, bitte. Oh. Mit Vergnügen. Legen wir los. Ich habe das zwar schon gemacht, aber gut. Tief im Wald der Schlange, Mund im Angesicht des Drachen, schlund. Zu Heldenprüfung schlägt die Stund. Du hast das Rätsel bereits gelöst. Ich bin beeindruckt, aber ich fürchte mich auch in nie gekanntem Maße. Ich hoffe, dass dir auf deiner Reise kein Unglück widerfährt. Nö, wird schon nicht passieren, keine Sorge. Ich bin stark und mächtig, das geht schon alles. Ich hoffe zumindest, dass ich stark genug und mächtig genug bin, um das alles hier zu bestehen. Aber warte mal. Ah, I see. Jetzt muss man es einfach hier. Oh ne, da muss das balancieren auf die beiden Dinger, oder was? Nee, das kann's doch nicht sein. Kann ich einfach Stasis auf dem einen anwenden? Klar kann man das. Boah, das Dreieck ist voll hübsch, Mann. Bis dann, tschüssi. Gehe ich wieder in diese ganz, ganz schreckliche Region hier mit den ganz ekligen Exalfors, mit dem Blitz-Exalfors. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel von denen entdeckt werde, aber ich nehme stark an, dass die gleich wieder mit ihren ganzen Pfeilen auf mich schießen werden, mit den Elektro-Pfeilen, aber wir müssen halt trotzdem halt nochmal hin. Da sind noch ein paar
Oh, oh, das gefällt mir ganz gut. Das nehme ich mit. Oh ja, das nehme ich gerne mit. So. Wir müssen auch bald mal was verkaufen, damit wir die vierte 4 endlich freischalten, damit wir ein paar Upgrades machen können auf unsere Rüstung. Da müssen wir auch mal aufhören, wieder das grüne Gewand zu tragen, bis wir es dann mal geupgradet bekommen, was wir dann können, wenn wir alle Drachen nochmal wieder sehen und farmen. Vor allem farmen, wird das Wichtige sein, leider. Wir müssen die ganzen Drachen dann farmen. Das ist massiv farmen. Jede Menge Schuppen und Hörner und alles mögliche. Krallen müssen wir auch farmen und alles. Wir müssen alles farmen von den Drachen. Für das grüne Gewand, glaube ich. Es gibt ja nur 3 Teile, oder? Es gibt Schuppen, es gibt Krallen und es gibt Hörner, oder? Ich glaube schon. Vielleicht liege ich auch falsch, aber dann ist es so. Dann fehlt mir gerade noch ein Teil im Kopf, aber... Und das waren die 3 Drachenteile. Da müssen wir natürlich noch Sternsplitter sammeln. Nicht wenige davon. Für das grüne Gewand, glaube ich, dann 3, oder? Ich glaube, das letzte Upgrade braucht man dann 1. Die Kiste interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Wir wollen Krog-Samen sammeln. Das ist gerade wichtiger. Und ich weiß, dass die letzten Parts jetzt vielleicht nicht ganz so unterhaltsam sind. Ja, ich weiß das. Aber es ist halt, Krog-Samen sammeln ist halt nicht so unterhaltsam. Es ist halt, was soll ich sagen? Es ist halt so. Maxidurien. So, das gefällt mir sehr gut. Der einzige Maxidurien, der hängt, ist der hier an der Seite. Also... Nehmen wir den mit. Da oben hängt auch noch einer. Dann nehmen wir den mit. Fertig. Mann, die Bäume sind jetzt voll schön. Danke dir, bis dann. Tschüssi. Nehmen trotzdem noch mehr Maxidurians mit. Kann man immer gebrauchen. Das Tolle ist, wir haben jetzt mittlerweile so viele Herzen im Spiel, dass wir nur noch eine Maxidurian kochen müssen. Da haben wir immer direkt maximale Herzen. Das ist eigentlich sehr praktisch, muss ich sagen. So, dann machen wir das Tier wieder weg. Ich glaube, ich gehe erstmal hier oben den Weg lang. Hier zumindest schon mal lang. Den sollten wir vielleicht auch noch holen. Dann gehen wir hier oben den Weg lang. Dann gehen wir hier unten nochmal ganz kurz lang. Holen das hier. Dann gehen wir hier oben den Weg lang. Glaube ich. Weil dann, das dürften wir noch in diesem Part schaffen. Den Weg oben lang. Weil wir machen ja 40 Minuten Parts jetzt gerade. Dann kann ich wieder neue Kroxa markieren. Zwischen den Parts. Yay, da freut sich doch der ganze Twitch-Chat drauf. Die ganze Zeit die Karte zu sehen, während ich da Sachen markiere. Gibt doch nichts Freudigeres, oder? Na, der ist einfach. Oh, bist du stark! Bis dann, tschüssi! Aua! Da kommen Monster, warum lässt du mich zurück? Alle. Ich habe alle 120 Schreine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah, du kannst zählen. Krass, aber nur bis 5, ne? Bis dann, tschüss. Die Crocs dissen mich alle. Ja, Link kann halt nur bis 5 zählen. Und jetzt? Haha, du kannst doch bis 15, hat mein Kumpel erzählt. Bis dann, tschüssi. Toll, jetzt mobben die mich auch noch. Immer dieses Mobbing hier. Hahaha, ich kann schon bis 6 sehen. Tschüss. So. Nee, das wollte ich echt nicht.
Mein Problem ist gerade, das ist kein schöner Ort hier. Das war jetzt ein bisschen blöd, dass er sein Stück gekriegt hat. Okay. Das tut weh. Wir haben nicht keine gute Rüstung. So, wenigstens ist er tot. Was habe ich den Bockstock mitgenommen? Mitgenommen, den will ich nicht. So verzweifelt bin ich nicht, dass ich das mitnehme. So verzweifelt werde ich ja noch sein, wenn wir die Trials dann machen irgendwann. Ganz sicher noch in diesem Stream, ganz, ganz sicher. Ich glaube fast nicht, aber dann halt nächsten Stream. Ah, da ist das Ding, was wir, glaube ich, brauchen. Ah, ne, das ist eine Truhe. Moin, Elvis. Königshelleballert, ja, die nehme ich lieber mit. Wo ist jetzt das Stück, das Eisenstück, was wir brauchen? Und wo ist überhaupt das andere Bildnis? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es leider nicht. Wo ist es denn nur hin? Ich weiß es leider, leider wirklich nicht. Warum ist das so blöd? Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn hier gerade am Stehen? Kann ich vielleicht mal nachgucken? Da. Ah, da oben ist er drin. Okay. Wie geht's dir, Elvis? Alles gut bei dir? Alles fresh? In the dash. Okay, da muss man es vielleicht woanders drauf machen. Okay. Ach so. Da ist das andere Ding. Ja, Mann, ich hab schon gedacht, wie lange brauchst du denn? Bis dann, Tschüssi. Das freut mich, Elvis. Das freut mich sehr, wenn es den Leuten gut geht. So. Lass mal die Bombe mal eben kurz explodieren. Ich war's nicht. Schnell vom Tatort entfernen. Ich war es ganz, ganz sicher nicht. Nein, ich war das nicht. Nein, ich war das nicht. Badabababam. Super sexy Käsebrot. Tschüss. Er kommt doch sowieso wieder hier hin. Irgendwann. Boah, du hast gescheatet, Mann. Voll unfair. Bis dann, Tschüssi. So, dann haben wir das auch schon mal. Ah. Ich grad, ob es nicht sinnvoller ist, dann hier hin zu teleportieren und dann da draußen die Dinger zu holen. Auch wenn da über die Exalfos sind, aber. Ach, das wird übel mit den Exalfos. Ich hasse die Exalfos. Ich hasse sie. Sie sind meine Hassgegner.
Leuen gar kein Problem. Exalfos, oh, vor allem die Blitz-Exalfos mit ihren Blitzfallen. Einfach nur maximal nervig. So, ich glaube, das wird oben drauf sein, oder? Ja, es sieht sehr danach aus, als würde es hier oben drauf sein. Ja, die Welt ist groß, ja. Ich finde sie nicht zu groß, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sie genauso so richtig, wie sie ist. Oh, du kannst ja voll gut klettern. Bis dann, tschüss. So. Oh, ein Puzzle. Hm, natürlich wieder nicht einfach. Oh nee. Ich habe gerade eine ganz, ganz fürchterliche Vermutung. Wenn es nicht hier drunter ist, dann habe ich eine ganz fürchterliche Vermutung. Okay, die Kiste ist da unten. Oh, das ist eine EX-Kiste. Die hätte ich eigentlich suchen müssen mit Quest und so. Da habe ich die einfach so gefunden. Was für ein Zufall. Gravius Mütze. Diese Mütze eines fahrenden Händlers, dessen Armband den Träger zum Bild macht, beschleunigt seitliches Klettern. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Genau, das Spiel habe ich auch nicht gespielt. Denn, wie gesagt, der Nachfolger von Link to the Past. Wie hieß das nochmal? Boah, ich habe so viele Sachen vergessen im Namen gerade. Boah, ich weiß auch immer noch nicht, wie das andere Spiel hieß. Spirit Tracks, das andere 3DS-Spiel. Aber es hat bestimmt schon jemand in den Kommentaren erwähnt mittlerweile. Kann ich mir sehr sicher sein. Ja, was ich denke, ist, dass der Stein auf der anderen Seite ist, bei der anderen Hand. Quasi, dass da das andere Steinkonstrukt ist. Ja, da ist es auch. Es war so klar. Die Krogmaske verrät mir aber auch nicht, wo das Metallstück ist, oder? Außerdem habe ich die Krogmaske nicht. Müsste ich erstmal in den Wald wieder gehen und die holen. Und trotzdem, das Schlimmste ist ja, meine Vermutung stimmt ja. Ich habe ja direkt gefunden, wo es ist. Problem ist, dass es ein extrem weiter Weg ist darüber. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Das ist ein weiter Weg. Ich glaube sogar einen Weg, wo wir das jetzt hier... Okay, wir können das hier runtersetzen. Dann kommen wir nicht rüber, aber doch. So. Wir haben es gleich geschafft. Aber das ist halt immer das Nervige, wenn die Crocs mega lange dauern, wie der hier. Die ziehen einen dann wieder raus aus dem Flow, wo ich gerade eben so viele Crocs gemacht habe und jetzt wieder ganz langsam. Mann, bist du einen weiten Weg gelatscht? Bist du dumm oder so? Bis dann, Fussi. Alle mobben mich hier. Ich werde hier nur gemobbt. Ja, ich bin halt dumm. Link ist halt nicht besonders klug. Ja, ich wollte sie gerade fotografieren. Nur mit dem Magnetmodul kann man dich gut fotografieren, glaube ich. Au! Oh, Mifa musste mich retten. Ich beschütze dich. Alter Schwede. Oh. Tja, ich sag ja, Link ist dumm. Und das Ding ist nicht mal kaputt gegangen.
Okay. Nein. Du bist runtergerutscht, ich hab's gesehen. Tschüss. Aua! Wie war das denn? Für den Mobbing. Für den Mobbing war das. Du böser Krok. Von wegen, die Kroks sind süße kleine Wesen. Ja, ja. Ganz gehässig sind die. Ganz gehässige kleine Wichte sind das. Ja, das ist halt das, ne? Wenn einem langweilig ist bei dem Krok sammeln, dann kommt halt auf so Gedanken und macht sich seine eigenen kleinen Witzchen und seine eigenen Geschichtchen und ja, auch wenn es nur halb so witzig ist, wie ich das vielleicht vermute, macht es mir trotzdem Spaß. Und es hält mich an bei Laune vor allem. Das ist halt eben wichtig, ne? Ja, hier muss irgendwo ein großer, fetter, runder Stein sein. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Vermutlich wieder mega weit weg, wie ich das Spiel einschätze. Ich sehe nämlich leider keinen. Ah, da oben. Okay, doch nicht mega weit weg. Das ist nicht magnetisch, ne? Oha. Wie soll man das denn jetzt machen? Ich habe nur eine Idee, aber die Idee gefällt mir nicht, weil ich möchte eigentlich meine Pfeile behalten, aber gut. Hat ja super funktioniert. Diesen Stein los. Ist das verbuggt bei mir gerade? Ich müsste die anderen Dinge auf die Säulen hoch machen, aber nee. Ich muss den hier runter bekommen, glaube ich, oder? Aber die kann ich mich ja auch nicht verschieben, oder? Nee. Ach doch, die kann ich verschieben. Warum kann ich die denn verschieben? Jetzt bin ich ganz schön verwirrt. Jetzt gucke ich mal nach. Haben wir denn noch welche davon? Ne, wir haben keine Bombenpfeile. Angeblich funktioniert ein Bombenpfeil. Dann versuchen wir es halt so. Ne, ich glaube, das war verbuggt bei mir. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich speichere mal und lade neu. Mal gucken, ob das vielleicht hilft. Das hat immer das Problem mit Emulator, ne? Also, so Sachen können auftreten. So Sachen können leider auftreten. Okay, es funktioniert immer noch nicht. Jetzt ist er weggeflogen. Das ist doch ein Witz, oder? Natürlich ist er in die falsche Richtung, logischerweise. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie die Richtung beeinflussen kann, wenn ich oben auf dem Stein drauf sitze. Aber mit dem Bogen geht es nicht. Mit den Bomben auch nicht.
bin mega verwirrt. Dann speichern wir mal alles. Speichern hier oben drauf bringt nichts, weil ich dann... Ja, mit dem... Nach unten bringt natürlich nichts. Ich habe nur ein bisschen Angst, jetzt das hier zu nutzen. Immer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob wir dann jemals wieder hochkommen jetzt. Der Stein lässt sich wieder nicht schieben. Ich habe den Stein schon wieder kaputt gemacht. Aber ich glaube, das liegt am 60 FPS Mod. Das Problem ist, um den auszuschalten, muss ich das ganze Spiel ausmachen und neu starten. Das ist das Problem. Jetzt hängt er da fest. Bitte, bitte. Nicht rund, nein! Nochmal neu laden. Und das ist halt das Problem beim Krog-Sammeln, ne? Ein Krog kann einfach eine halbe Stunde dauern. Es gibt noch so einen schlimmen Krog und ich hoffe, der funktioniert im Emulator dann gut, weil mir kann keiner erzählen, dass das auf der Switch auch so war, dass man mit dem Bogen das nicht runterkriegt. Kann mir echt keiner erzählen. Nein! Na, das wird jetzt wieder nichts. Ja, man kann ihn nicht aufladen, wenn der am Boden liegt irgendwie. Ich denke mal, das wird am Emulator liegen. Oh, ist das scheiße. Oh. Jetzt sehe ich schon wieder, die Watchtime geht genau an der Stelle wieder runter auf YouTube. Weil darauf wirklich keiner Lust hat. Ich habe da übrigens auch keine Lust drauf. Also ihr seid ja nicht alleine, dass ihr da keine Lust drauf habt, das jetzt anzugucken. Ihr seid da wirklich nicht alleine in dem Camp. Ich möchte, wisst ihr... Ihr möchtet es nicht angucken, ich möchte es nicht spielen gerade. Oh nee. Das war's. Nee, ich kann an der Stelle nicht weitermachen, wenn ich das jetzt nicht perfekt in den richtigen Winkel treffe. Upsala. Ah, ich sehe, wie das mit dem Winkel funktioniert, okay. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie das mit dem Winkel funktioniert, wenn ich von oben drauf schlage. Es kommt nicht drauf an, in welche Richtung ich gucke, sondern es kommt auf die Richtung an, von der ich drauf schlage immer. Das heißt, wenn ich jetzt mich hier hinstelle, dann... Ah, vielleicht hier hin, dann müsste es richtig sein. Ausgesetzt, ich bleibe auf dem Stein. Das ist das Beste, was ich hinkriege gerade. Und Stein zu unten.
Kann schon wieder laden. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich glaube, ich beende den Part jetzt an der Stelle. Und dann sehen wir uns einfach wieder, wenn ich es geschafft habe. Weil ich glaube, das will, glaube ich, keiner sehen, was ich hier gerade mache. Ich versuche es noch einmal. Ich glaube wirklich nicht, dass das hier unterhaltender Content ist gerade. Schon wieder die falsche Taste. Oder die falsche Fähigkeit. Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Boah. Zum Ende des Parts hast du es geschafft. Du hast dich aber ganz schön dumm angestellt. Bis dann. Tschüss. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder am nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Der Part war schon wieder 15 Minuten lang, viel, viel zu lange. Bis dann, haut rein. Tschüss.